Hallo ihr Lieben, willkommen zur dritten Folge von meiner Weihnachtsserie. Und ich dachte mir, ihr habt ja angefragt, ob ich euch nicht so ein DIY-Geschenkideen-Video zeigen kann. Ich habe euch einfach drei klitzekleine, einfache Geschenkideen gemacht. Sie sind wirklich nicht teuer. Wenn ihr euch die Sachen kauft, zahlt ihr ungefähr 30 Euro. Könnt aber auch für mindestens 4 oder 5 Freunde Geschenke machen. Also ich finde das echt super. Einmal zeige ich euch, wie diese niedlichen Pralinen hier gehen. Die sind wirklich leicht. Ihr braucht einfach nur Schokolade und eine süße Verpackung. Dann zeige ich euch, wie ihr dieses selber gemachte Badesalz macht. Ich finde, das ist auch wirklich ein tolles Geschenk. Und dann als letztes zeige ich euch einfach so ein Peeling, was ihr als Lippen- oder Körperpeeling benutzen könnt. Das ist wirklich mega gut. Und ja, wenn ihr wissen wollt, wie die Sachen geht, dann bleibt dran. So, als allererstes beginne ich einfach mit den Pralinen. Ich benutze so eine weiße Schokolade vom DM und die schmelze ich jetzt einfach. Und dann habe ich mir so eine Herzchenform, Pralinenform gekauft und da gebe ich dann einfach die geschmolzene Schokolade rein. Das ist nämlich so eine Crisp-Schokolade. Ich fand das mal eine gute Abwechslung. Und ja, ich habe halt unterschiedliche gemacht. Einmal nur weiße Schokolade, dann einmal gemischt mit Vollmilch weiße Schokolade oder mit Zartbitter. Und ja, also dass es halt sehr verschieden ist. Und ich finde, das ist eigentlich eine super Geschenkidee, weil es halt auch vom Herzen kommt. Und ja, ich finde das eigentlich, ist wirklich eine coole Idee. Ich werde es auch wahrscheinlich meiner ganzen Familie, meiner Tante, meinem Onkel, meinen Cousinen, Cousins schenken. Ich werde mich da am 25. hinstellen und ein paar Pralinen backen. Und ja, deswegen freue ich mich. Und dann habe ich noch Vollmilchschokolade von DM genommen. Das sind die Alnatura-Schokoladen. Und die habe ich dann auch geschmolzen. Und habe die dann einfach da drauf gegeben, auf die weiße Schokolade. Habe dann nochmal ein ganzes Vollmilch und ein halbes Vollmilch, weil ich das auch noch mal mit Zartbitter machen wollte. Und ja, ich finde, das ist echt eine mega schöne Idee. Jetzt habe ich noch die Zartbitter genommen, auch von DM Alnatura, und habe die dann auch noch geschmolzen. Die ging relativ schnell und war auch sehr flüssig. Und ja, ich habe das dann alles für eine Stunde in den Gefrierschrank gegeben und dann waren die auch total fest und ich konnte die auch einpacken. Und die Schokoladenform war auch nicht teuer. Ich glaube, die hat nur 10 Euro gekostet. Also diese Pralinenform, ich finde die wirklich nicht teuer. Und ja, jetzt komme ich schon zum zweiten Rezept und zwar zum selber gemachten Badesalz. Da braucht ihr einfach so ein Öl, ätherisches Öl. Ich habe da so ein Orangenöl, dann Lebensmittelfarbe, Badesalz und Rapsöl kann man auch noch reingeben. Ich habe es jetzt rausgelassen und dann habe ich noch so kleine Container gekauft. Die gibt es für 65 Cent beim DM und ja, ich finde, das ist auch eine schöne Geschenkidee, weil jeder tut irgendwie baden und das ist ganz nützlich, weil es halt auch aus naturellen Sachen besteht. Und ja, wollte ich eigentlich die Menge reinhaben, aber das hat einfach so lange gedauert, dass ich mich dazu entschieden habe, ich schätze einfach und gebe das dann alles in den Teller rein. Und ja, ihr seht, die Hälfte ist einfach auf den Teller geflogen und irgendwann hatte ich keinen Bock mehr. Weil ich da ungefähr 10 Minuten lang saß und gefüllt habe und es einfach nur halb voll war. Und ja. Ich habe halt so ein ganz feines Badesalz genommen, man kann aber auch so ein grobes, totes Meerbadesalz benutzen. Und man kann nur Öl hinzugeben oder nur dieses ätherische Öl, das es quasi riecht. Ich habe nur ätherisches Orangenöl rein, habe das dann so ein bisschen vermengt und habe dran gerochen und habe dann noch ein bisschen mehr drauf gegeben, dass es auch wirklich schön riecht. Und dann habe ich noch ein bisschen Lebensmittelfarbe drüber gegeben und das dann ganz gut vermengt. Da solltet ihr vielleicht eure Eltern drum beten, euch zu helfen, weil das muss wirklich ganz gut vermengt werden. Weil ansonsten nämlich die Lebensmittelfarbe nur an einer Stelle ist und nicht überall. Und deswegen, ja, solltet ihr vielleicht euch ein bisschen Hilfe holen. Und ihr müsst es wirklich ganz gut durchmengen.
Und dann könnt ihr das einfach in diese kleinen Fläschchen einfüllen. Und ja, dann habt ihr auch schon das zweite Geschenk fertig. Das geht wirklich schnell, also ihr braucht dafür maximal 20 Minuten. Und ja, ich habe dann noch die andere befüllt, weil ich habe eins meiner Mama geschenkt und eins habe ich selber behalten, um die dann zu testen und um euch dann darüber zu berichten. Und ja, gleich kommen wir nochmal zu meinem dritten. DIY-Geschenk-Idee. Und zwar benutze ich da eigentlich fast das gleiche, nur Zucker statt Badesalz. Und dann habe ich noch ein bisschen Öl, Rapsöl rein, Honig, Lebensmittelfarbe. Und das war es auch schon. Ich finde, das ist einfach ein mega gutes Peeling wegen dem Öl und dem Honig. Und die Farbe macht es auch noch ein bisschen schöner. Und das habe ich dann in diese kleinen Plastikbehälter einfach reingegeben. Und das ist auch so cool verschließbar und deswegen fand ich das mega cool. Und dann zum Schluss habe ich das noch alles ein bisschen schön weihnachtlich dekoriert, dass man das auch wirklich verschenken kann. Und zwar habe ich jetzt erstes die Pralinen rausgeholt, da habe ich mir so kleine Papierförmchen gekauft und die waren wirklich leicht rauszudrücken. Und dann habe ich noch so eine durchsichtige Verpackung geholt und ja. Hab die dann alle einfach irgendwie reingetan. Mein Kater macht gerade Lärm, dass er rein will, aber er darf nicht rein. Und ja, ich habe die dann erst gerade rein und dann ist mir aber aufgefallen, ich gebe es auf, ich schmeiße sie irgendwie rein und mache dann einfach so ein Geschenkband rum. Ich habe aber gemerkt, ich habe keine Schere, deswegen musste ich mir kurz einen holen. Und ja. Mein Kater schaut auch ganz fleißig zu bei Geschenkbändern. Und um die Dose habe ich auch so einfach so wie so ein Geschenkpapier eingepackt und das dann. Und das dann einfach so und das war es dann auch mit den Geschenkideen. Das ist jetzt das Peeling, das Badesalz und die Pralinen. Und ich finde, das sind wirklich drei leichte DIY-Geschenkideen, die jeder machen kann und worüber sich jeder freut. Also, ich kann, wenn ihr das macht, schickt mir ein So, Foto. das war meine dritte Folge von meiner Weihnachtsserie DIY-Geschenkideen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Mir gebt dem Video einen Daumen hoch. Und am Sonntag gibt es dann endlich ein neues Video, und zwar ein Unboxing-Video. Ich hoffe, euch, ihr habt noch einen schönen restlichen Freitagabend und einen schönen Start ins Wochenende. Und wir sehen uns dann am Sonntag zu einem neuen Video. Tschüss!